nach den Analysen, die ich sehe, ich habe die New York Times abonniert, die lese ich jeden Tag. Und also nach den Analysen, die ich jetzt sehe, wenn er jetzt gewählt würde, würde er nicht gewählt werden. Das Problem ist aber, dass die die Wahl zwischen Pest und Cholera haben, weil die Clinton mag kein Menschen in Amerika, außer den paar, die hier um sie rum sind. Und sie ist eine schwierige Person. Ich selbst habe sie mal kennengelernt. Und zwar, Gerhard Schröder war Kanzler. Und es gab das G7-Treffen in Köln. Und ich kannte ihn aus der Zeit noch, wo er Juso war. Und dann sagt er zu mir, G7 war vorbei. Und sagt er, was machst du denn heute Abend, Sonntag? Und da sage ich, du, ich muss nach Berlin. Ich habe da, du, wenn du da bleibst, lade ich dich mit den Clintons zum privaten Abendessen ein. Och, da sagt man ich ja. Konnte sofort meine Reisepläne verändern, ist ganz klar. Und dann es war im Restaurant Rolandsburgen, das damals war Bonner Hauptstadt. Und dann stehen wir da auf dem Balkon, Schröder mit Doris. Schröder rauchte seine Zigarette und dann kommt ein amerikanischer Protokollbeamter und sagt, the President and Miss Clinton are coming, cigarettes out. Oh. Und dann hat Schröder seine Zigarette ausgemacht, weil in Gegenwart von Frau Clinton man nicht rauchen durfte. Hätte ich gern dann Helmut Schmidt gesehen. Ja, der wäre weiter. Der wäre weiter. Der wäre weiter. Das wäre eine Abzerreißung gewesen. Aber wie war der persönliche Eindruck von Frau Clinton? Völlig humorlos. Also, ich dachte, Sie schönen es jetzt noch ein bisschen. Nein, ich bleibe bei der Wahrheit. Ja. Clinton war für mich eine faszinierende Person. Also er hat eine unglaubliche politische Ausstrahlung gehabt, gegen den Schröder dann in dem Moment etwas abfiel. Aber Frau Clinton hat auch kaum ein Wort geredet. Die hat da immer um eine Ecke gestanden. Das war vielleicht gut. Das war ganz gut. Ja, das war ganz gut.